Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Herzlich willkommen zu 8 Tage Halloween. Heute ist Tag 5 und ich habe heute eine Karte für euch. Denn vielleicht möchte der ein oder andere eine Karte zu Halloween verschicken oder möchte vielleicht gar keine Verpackung basteln. Ja, es muss nicht unbedingt immer einen Halloween-Fan treffen. Ich denke, über eine Karte freut sich jeder. Und wenn ihr sagt, für Halloween brauche ich keine Karte, dann kann man das bestimmt auch irgendwie abwandeln, diese Idee. Ohne Gespenst in anderen Farben sieht das mit diesem Mond und den Bäumen und so ein bisschen mystisch, so schwarz, richtig gut aus, wie ich finde. Aber das ist jetzt hier eben Halloween-Style. Ich habe so ein paar Sachen kombiniert. Hier unter anderem habe ich diesen neuen Duo-Farbkarton verwendet. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Wir fangen an mit allen Sachen, die wir zuschneiden müssen. Ich habe schon eine Grundkarte zugeschnitten. Da wisst ihr ja mittlerweile, wie das funktioniert. 29, 10,5 und bei 14,5 Falzen, dann habt ihr eine Kartenbasis. Und dann gibt es jetzt eben neu, ich habe ihn ja schon mal vorgestellt, den Duo-Farbkarton. Das ist jetzt hier die Farbe Schwarz. Der ist in diesem Halloween-Pack dabei. Ihr könnt das aber auch als Farbpack bestellen. Und der hat einen weißen Kern. Deswegen können wir hier diesen coolen Effekt machen. Zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Ist ganz einfach. Und genau, den habe ich jetzt verwendet. Und zwar habe ich da die Maße 9,5. Ah, den brauchen wir gleich noch, mal 13,5 genommen, quasi 1 Zentimeter weniger wie die Kartenbasis. Und ich denke, hier auf dem Schwarz sieht man besser den Unterschied. Das ist die helle Seite und das ist die dunkle Seite. Also da kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Und ich habe die dunkle Seite genommen. Das prägen wir jetzt. Ich überlege gerade. Genau, ich zeige euch noch kurz, woher ich die Bäume habe. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Manchmal ist ein einzelner Baum irgendwo bei. Manchmal ist es eben so ein ganzes Set mit Bäumen. Und das hier ist das Set. Hier, es lag auf dem Kessel drauf. Ewig grüner Wald. Und ja, die Stanzform finde ich cool, weil hier hat man eben auch diese Berglandschaft mit dabei. Verschiedene Bäume, da gibt es natürlich ein Stempelset dazu. Dann hat man hier noch Steine, einen Mond, Sternchen. Die Sternchen hätte ich theoretisch vielleicht auch noch irgendwo drauf kleben können. Aber ich habe es jetzt in den Farbschema gelassen. Die Sterne hätte man vielleicht noch in Gelb mit dazu machen können. Ich nutze die drei. Genau. Und diese Landschaft hier, diese Hügellandschaft. Dann hole ich mir erstmal das Maschinchen und präge den Hintergrund. Ich muss immer erstmal, obwohl bei dem ist es, glaube ich, egal, fühlen die rum. So, und dann brauchen wir das Sandwich wie folgt. Nur die Grundplatte. Die Prägeform, weil das ist eine 3D-Prägeform, dafür braucht ihr die Spezialplatte. Die ist bei der Stampin' Up Maschine mit dabei. Wer die nicht hat, kann die einzeln kaufen. Die passt auch in die Big Shot zum Beispiel rein. Dann prägen wir das einmal. Schon und ihr seht schon, da kommt schon der weiße Kern raus, aber das intensivieren wir gleich noch. Jetzt brauchen wir wieder den normalen Aufbau, das heißt Platte 2, eine Acrylplatte und eben das, was wir stanzen wollen.
Da nehme ich von dem Duo Farbkarton die hellere Seite für diese Hügelgeschichte. Dann den Baum in schwarzem Farbkarton. Gucken, ob ich hier noch mehr drauf bekomme. Ich habe jetzt hier auch die anderen Bäume in dem Duo-Farbkarton genommen. Der sieht halt schon ein bisschen anders aus wie ein normaler Farbkarton. Wartet mal, vielleicht können wir noch ein bisschen Platz sparen. So, und dann machen wir den kleinen noch hier zu. Und dann brauchen wir den großen gleich nur noch mal in Grau und dann haben wir es. So, da ist die Platte. Das trenne ich gleich da raus. Hier ist der schwarze. Der hat hier nur so ein paar Teile, die man rauslösen kann. Und dann brauchen wir noch den großen Baum in dem hellen Ton vom Duo-Farbkarton. Und dann haben wir es. Das Gespenst, das müssen wir leider mit der Schere ausschneiden. Da wäre auch dann auch Stanzkorn cool gewesen. Aber gibt es halt nicht immer, ne? Manchmal muss die Schere noch ran. So. Maschinchen kann wieder weg. Den Mond, den stanzen wir mit der Handstanze aus. So. Da sind alle Bäumchen. Und hier ist die Hügellandschaft. So, jetzt bearbeiten wir erstmal den Farbkarton. Also bei der Form ist es jetzt egal, die hat überall was rausstehen und was ne, nach unten geht. Deswegen, aber ich nehme jetzt hier die dunklere Seite und dann nehme ich mir, das gab es mal von Stampin' Up, gibt es nicht mehr. Fand meine Katze auch sehr lecker hier, wie man sieht. Könnt aber ganz normal irgendein feines Schmirgelpapier nehmen. Da gibt wahrscheinlich auch eine Nagelfeile. Und dann kann man hier mit ganz wenig Kraft das so bearbeiten, bis einem das gefällt. Und dann hat man hier eben diesen Effekt. Das sieht bestimmt auch toll aus in anderen Farben für eine Herbstkarte, vielleicht in einem Terrakotta oder Kürbisgelb oder so. Kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, das ist der Hintergrund. Da können wir schon mal die Landschaft hier aufkleben. Mache ich mit Flüssigkleber. Und das könnt ihr eben mit dem normalen Farbkarton nicht machen, weil der keinen weißen Kern hat. Das geht zwar auch, ne, so um das so ein bisschen anzurauen, so diesen leichten Effekt zu haben, aber man hat halt eben nichts Weißes. Ist ja klar, dass das immer auf die Kleberseite fällt, ne? Warum auch immer. Das ist Gesetz. So. Dann habe ich die Bäume hier so drunter geschoben, weil ich das komisch fand, dass die so auf dem Berg stehen. Ich habe einfach in der Mitte so einen Streifen Flüssigkleber aufgetragen. Und den Mond, den schieben wir gleich unter. Das geht ganz gut. Hier habe ich den so ein bisschen
versetzt ein bisschen nach oben, dass der größer aussieht. Dann fand ich es optisch sehr gut, dass noch ein schwarzer dazu kommt. Der kommt hier zur Seite. Und auf den kommt noch ein kleiner in Amethyst. Und es sieht immer cool aus, wenn die nicht komplett so platt aufkleben, sondern wenn da einfach auch ein bisschen was absteht, das so ein bisschen Dimension hat, sage ich mal. Und jetzt zum Mond. Den findet ihr in dem Set hier. Under the Moon. Ich denke ja immer so ein bisschen anders wie andere Menschen wahrscheinlich. Ich habe das gesehen und hatte hier sofort einen Halloween-Mond im Kopf. Das waren für mich hier gleich schon Fledermäuse. Muss beim zweiten Mal sehen. Ach nee, sind ja Delfine. Ja, aber das ist ein Set. Das ist natürlich, abgesehen von Halloween, in den normalen Farben auch wunderschön. Aber ich wollte das gerne als Halloween-Mond nehmen. So. Wo ist denn der Farbkarton, den ich extra mir hier hingelegt habe? Der ist natürlich weg. Nehmen wir 9. Und den habe ich gestempelt. In Amethyst. Und habe ihn ausgestanzt. Mit dem 2 3/8 Kreis. Dann hat man einen Rand, aber das fand ich gerade schön. So, und dieser Geist, dieses Gespenst, ist aus dem Set hier. Den habe ich gestempelt und ausgemalt und auch schon ausgeschnitten, einfach damit wir da jetzt... Ihr habt ja schon mal gesehen, wie ich das gemacht habe in dieser Halloween-Serie. Ich habe hier verwendet Hellglücksgrün, das ist Dunkelheideblüte und Schwarz und Savanne. Und habe den eben so angemalt und ausgeschnitten. Diesmal ist er auch weiß geblieben. Und ja, jetzt können wir den Rest noch machen. Den Mond habe ich auf Dimensionals gepackt. Und hier so drunter geschoben, einfach dass er so hier gut auf die Karte passt. Das Gespenst kriegt auch Dimensionals. Das kommt hier so wie so eine Hexe eben, die da über den Mond fliegt, an den Mond dran. Dann können wir schon mal hinten was drauf machen und dann kommt noch der Spruch. Den habe ich aber auch schon vorbereitet. Das ist der gleiche, den ich schon zweimal verwendet habe. Einfach weil mir die Farbkombi immer wieder irgendwie gut gefällt. Das ist der hier, den habt ihr hier in dem Potions and Spells hier oben. Den habe ich weiß embossed. Weil wenn man auf bunten Farbkarton was stempeln will und das sehen möchte, dann geht es ja eigentlich nur in Schwarz. Weil mit einer anderen Farbe kann ich auf die Farbe nicht stempeln. Aber Schwarz auf Lila ist halt total langweilig und man sieht es halt auch sehr, sehr schlecht. Man sieht es wahrscheinlich nur, wenn man es in der Hand hat, dass da was steht. Und deswegen kommt man da oder komme ich da immer wieder aufs Embossen zurück. Ich kann nur jedem empfehlen, der Spaß am Basteln hat, sich einen Heißluftföhn, Prägepulver und das Stempelkissen zu kaufen. Denn dann könnt ihr solche coolen Sprüche immer wieder machen. Das Pulver hält ewig, der Föhn im besten Fall auch.
Den habe ich schon seit vielen Jahren. Ja, und das war's. Jetzt habe ich noch ein bisschen hier Glitzis drauf gemacht, runde Glanzakzente heißen die. Und die sind hier auch in Amethyst. Das passt ganz wunderbar. Der Fette kommt hier unten hin. Und die anderen habe ich dann hier so ein bisschen verteilt auf die Bäume. Ja, da würde der Aufhebhelfer gut funktionieren. So, und das war's. Ich finde sie richtig cool. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie euch die Chose hier gefällt. Hier ist noch die andere, sind ja gleich. Obwohl, hier habe ich das helle Schwarz genommen und hier ist dunkelschwarz in der Mütze. Doch nicht ganz gleich. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen mit der Idee. Denkt dran, diese hier, wie heißt denn das Papier? Schmögelpapiertechnik. Könnt ihr mit allen Farben machen. Das sieht immer cool aus, mit allen Prägeformen. Das hat immer einen tollen Effekt, egal zu welcher Jahreszeit oder für was für eine Gelegenheit. Ist immer mal ein anderer Hintergrund einfach. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Idee und wir sehen uns morgen zum Video Nummer 6. Bis dann. Tschüss.